Nächster Redner ist jetzt Udo Schiefner für die SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute in dieser Aktuellen Stunde sprechen wir über die Nichteinführung der Pkw-Maut. Und ich hätte mir eigentlich, natürlich unter anderen Umständen, diese Diskussion schon im Juni 2015 gewünscht. Schon 2016 sollte die Pkw-Maut erhoben werden. Das ist über 3 Jahre her. Nach Abzug der Kontroll- und Verwaltungskosten rechnete der damalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit Einnahmen von jährlich 500 Millionen Euro. Ein überzeugendes Argument war das damals bereits nicht. Der personelle und administrative Aufwand stand, wie ich finde, zu keinem Zeitpunkt in einem guten Verhältnis zum politischen Streit um dieses Symbolthema, meine Damen und Herren. Denn mit 500 Millionen Euro, um das mal ein bisschen bildlich darzustellen, können zum Beispiel 45 Kilometer Autobahn der A39 zwischen Lüneburg und Uelzen ausgebaut werden. Und nun zum Vergleich. Allein aus den Einnahmen der Kaffeesteuer könnte man die doppelte Strecke finanzieren. Doch was haben wir jetzt im Juni 2019? Statt einer 500 Millionen Einnahmen bleiben uns nur Ausgaben. Die SPD hat von Anfang an deutlich gemacht, die Pkw-Maut war nicht unser Verkehrsprojekt. Wir hatten, und dies hat Frau Lühmann eben schon erläutert, einen Koalitionsvertrag und in diesem Koalitionsvertrag vor allem sozialpolitisches Gesamtpaket durchgesetzt. Und das nennt man nicht geiselhaft, Herr Krischer, sondern das nennt man Koalitionsvertrag, den auch Sie in Ländern mit Kolleginnen und Kollegen der CDU unterschreiben. Und man lebt nun mal in der Politik, wenn man Koalition eingibt, auch von Kompromissen. Frau Lühmann hat auch eben angesprochen, die 3 Punkte, die für uns wichtig waren. Die möchte ich jetzt hier nicht noch mal nennen. Aber wir wissen, dass alle 3 Voraussetzungen nicht gemeinsam erfüllt werden. Nach dem Urteil des EuGH wäre nur noch rein theoretisch, und ich hoffe, auf die Idee kommt auch keiner, eine Pkw-Maut möglich, die die Deutschen zusätzlich belastet. Und ich kann hier für die SPD-Fraktion erklären, das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Ja, ich bin ja nicht Frau Merkel. Machen Sie sich da mal keinen Kopf. Seit Beginn der Diskussion um die Maut hatten wir große Bedenken, ob die Pkw-Maut europakonform sein kann. Der damalige und der jetzige Minister haben alle unsere Einwände stets vom Tisch gewischt. Alle rechtlichen Unklarheiten auf EU-Ebene seien ausgeräumt, wurde immer wieder gesagt. Das Gegenteil war offensichtlich der Fall. Ausgeräumt und klar war nun gar nichts. Und trotzdem wurden Verträge unterschrieben. Auch hier haben wir unsere Bedenken angemeldet. Sören Barthold hat für die SPD-Bundestagsfraktion gewarnt. Unsere Warnungen wurden ignoriert. Und ich muss ganz deutlich sagen, entscheidend sind nicht Äußerungen von einem Staatsanwalt auf europäischer Ebene, sondern der Richterspruch, der getroffen wurde. Und solange der nicht da ist, besteht die Unsicherheit. Und deswegen waren die Warnungen richtig, meine Damen und Herren. Von Ihnen, Herr Minister Scheuer, erwarten wir jetzt, so wie Sie es auch heute im Ausschuss gesagt haben, eine schnelle, klare und lückenlose Darstellung aller rechtlichen und finanziellen Konsequenzen. Ich gehe davon aus, dass Sie dies auch in den nächsten Wochen und Monaten umsetzen werden. Sie sprachen eben von rein spekulativen Zahlen mit Blick auf die zu erwartenden Schadensersatzansprüche, die derzeit durch die Öffentlichkeit geistern. Nur wenn Sie das wirklich umsetzen, was Sie heute Morgen im Ausschuss gesagt haben, werden Sie solche Spekulationen vom Tisch bekommen. Und wir werden Sie dabei unterstützen. Die SPD-Bundestagsfraktion wird die Abwicklung der Pkw-Maut sachlich und konstruktiv begleiten, auch wenn man vielleicht in Reihen der Opposition jetzt vor Schadenfreude auf die Schenkel klopft. Ich glaube, das bringt uns nichts weiter. Wir müssen hier sachlich und auch vernünftig zusammenarbeiten. Sie sind am Zug, Herr Minister, das umzusetzen, was Sie heute Morgen angekündigt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.